5FMDMB2201 Erfahrungsbericht von Max Alpha PHP. Ich hörte bereits vor fast einem Jahr von dem synthetischen Cannabinoid 4FMDMB2201 bzw. erlebte mit, wie ein Kollege nach Einnahme auf die Frage, wann wir CSGO spielen könnten, nur noch "Deine Oma, du Neger", antwortete. Ich war direkt begeistert und schnell etablierte sich 4FMDMB2201 in der Szene als gefährliches Hardcore-Noid, was in einer Liga mit DMT spielt. Da ich vor kurzem eine wissenschaftliche Arbeit über synthetische Cannabinoide las, in der vermerkt war, dass Noids mit Fluor an der vierten Stelle der was auch immer Kette potenziell erbgutschädigend seien, wohingegen Noids mit Fluor an der fünften Stelle keine Anhaltspunkte liefern, das anzunehmen, kam 4FMDMB2201, obwohl ich bereits Erfahrungen mit 4FADB hatte, nicht in Frage und meine Wahl, die zuerst auf CHMSGT151 fallen sollte, fiel auf 5FMDMB2201, welches ebenfalls im Mikrogrammbereich aktiv ist. Es ist übrigens nicht zu empfehlen, so potente Stoffe zu konsumieren bzw. auf Augenmaß mit solchen Substanzen zu experimentieren, wie ich es in dieser Story tat. Als ich und ein Kollege uns trafen und er das 5FMDMB2201 mitbrachte, gingen wir zunächst auf eine Baustelle und rauchten einen winzigen Krümel. Circa 200 Mikrogramm, Normaldosis, in dem Rohr einer kaputten Ölpfeife. Ich merkte nicht wirklich etwas, bis auf dass die Farben etwas bunter wurden. Als wir bei ihm zu Hause ankamen, rauchte er eine Pfeife Alpha PHP, wovon ich auch einen extrem winzigen Zug nahm, und begann anschließend damit die Pfeife auszubrennen und ca. 1 Milligramm 5FMDMB2201 anzuschmelzen. Ich nahm einige große Hits und merkte, wie ein krampfartiges Gefühl aufkam. Mein Herzschlag sich erhöhte, kombiniert mit Lachgas-Körpergefühl, Stoned-Sein und Tryptamin-ähnlichen Pseudo-Halluzinationen, mit denen ich bei den Closed Eye Visuals interagieren konnte. Es ist ein schönes Cannabinoid in normaler Dosis, die ich allerdings überschritten hatte, und nun beginnt der unangenehme Teil. Das dissoziativ-ähnliche Körpergefühl wurde immer stärker. Kombiniert mit hohem Puls fühlt es sich so an, als würden Adern, die probieren aus meinem Kopf zu kommen, gegen die Schädeldecke klopfen. Das wurde für die nächste halbe Stunde nun immer stärker. Ich bekam einen Fressflash, aß eine ganze Tafel Schokolade und Süßigkeiten, konnte nicht mehr laufen und bekam das Gefühl, kotzen zu müssen. Es war circa eine halbe Stunde sehr unangenehm und ich war kaum ansprechbar. Dann verschwand die Wirkung allerdings auch wieder und hat somit insgesamt ca. eine bis eine halbe Stunde gewirkt. Ich werde es in Zukunft wahrscheinlich nicht nochmal in dieser Dosis nehmen, da sich für mich das DMT mit dem Tryptamingefühl beißt und nicht synergiert. Ciao! Mein persönlicher Senf. Ja, ein etwas kürzerer Tripbericht von Max Alpha PHP. Aber ein interessanter Tripbericht. Ich habe tatsächlich noch nie von einer dieser ganzen Substanzen gehört. Weder von dem 4F, noch von dem 5F, noch von dem CHM, sonst was. Also, was es alles gibt, Alter. Krasse Sache. Das macht es auch so gefährlich, dass man halt wirklich nur 1 Milligramm teilweise braucht oder noch weniger. Das heißt, das kann man sich auch ganz schnell mal überdosieren, weil 1 Milligramm ist halt sau wenig. Deswegen sind diese Noids ja teilweise auch so gefährlich. Also an Noids sind ja schon viele Leute tatsächlich gestorben, auch in Deutschland. In Cannabis ja noch kein einziger. Das ist halt das Problem, dass Gras halt illegal ist. Wenn Gras legal wäre, dann gäbe es auch keinen Markt für solche komischen, ja, synthetischen Cannabinoide, weil dann könnte man einfach, keine Ahnung, in den nächsten Headshop gehen oder in den nächsten Smartshop oder was auch immer, hätte dann die Wahl zwischen 50 verschiedenen Grassorten oder vielleicht noch, keine Ahnung, THC-Gummibärchen, den ganzen Kram, das gibt's ja alles zum Beispiel in, ich weiß nicht, ob es das in Holland, obwohl das müsste es ja auch eigentlich in Holland geben, aber zum Beispiel in den USA, in Kalifornien oder so, da gibt es ja Kekse, Schokolade, alles mögliche mit allen möglichen unterschiedlichen Grassorten drin und so, das ist ja richtig nice. Das ist halt das Problem, deswegen legalized, zumindest schon mal Gras, weil ich denke auch viele Leute, die auf irgendwie legale Tabletten oder so zurückgreifen, so DXM, dies, das, was es da nicht alles gibt, ich glaube, die würden das auch nicht machen, wenn sie einfach legal Gras kaufen könnten. Das ist halt, und es ist auch wesentlich ungefährlicher teilweise als, naja, irgendwelche komischen Medikamentenüberdosen, weil, naja, das ist ja irgendwie logisch, weil an Gras ist noch keiner gestorben, an eigentlich jedem Medikament ist schon mal mindestens einer gestorben. Deswegen. Auch manchmal nur durch Unverträglichkeit oder Allergien oder ähnliches. Also anaphylaktischen Schock, das kann immer mal vorkommen. Ja, aber ja, die haben ja alles mehr oder weniger richtig gemacht, also erstmal nur ganz bisschen genommen, dann ganz bisschen mehr und ja, macht auf mich jetzt keinen irgendwie unverantwortlichen Eindruck, also von daher.
Alles richtig gemacht. Also, gut, ich persönlich würde keine Nolz rauchen, aber wenn man das schon machen muss, dann ist das Risiko bei so einer Methode relativ gering. Guter Bericht, finde ich gut. Gut, ob man das jetzt konsumieren muss, wie schon gesagt, das ist eine andere Sache. Aber da habe ich nicht viel zu kritisieren. Also, dann wünsche ich euch allen erstmal noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Zeit. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.